Ja, hi, willkommen. Ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Blind, mit mir, Danero LP. Ja, in der letzten Folge sind wir einem Mädchen im Rot begegnet, die einen leicht verrückten Eindruck auf mich gemacht hat. Was ich aber sehr gut fand. Und ja, dabei ist uns diese Frau, na, Myla, jeder weiß, wie sie heißt, ich brauche jetzt kein Geheimnis darum machen. Dabei ist uns Myla zur Unterstützung gekommen, die dieses Mädchen zerstört hat. Ja, und jetzt versuchen wir ja aus diesem Forschungszentrum zu entkommen. Aber dann hat Myla gesagt, was ist das? Und was ist das? Our lilium orbs are shining. I've been wondering what this thing is since I set off. My handmaid told me I had to carry it with me. Well, it comes in handy if you face monsters. It gives you the power to fight them. I got one myself when I left home, just in case. Ja, ich weiß nicht mal annähernd, was das sein soll. Obwohl, ah doch, ja. Davon habe ich auch gehört. Da ist dieses Art Zwero-Brett aus Tales of Skill, Tales of Xillia. Okay, Zwero-Brett ist aus Final Fantasy 10. Das ist dieses Level-Up-Brettchen, sag ich mal. Das hier soll so ähnlich sein wie das. Aber egal. Liliumkugeln sind Objekte, mit denen du deine Figuren unter Aufwendung von WP weiterentwickeln kannst. Entschuldigung. Wie WP gewinnst du durch Kämpfe und Levelaufstieg. Liliumkugeln haben die Form sechseckiger Netze und jeder Knotenpunkt entspricht einem der sechs Staatsparameter: Stärke, Vitalität, Intelligenz, Psi, Bewegung und Geschicklichkeit. Knotenpunkt zum Aktivieren auswählen. Ach, ich soll hier einen auswählen. Ja, und dann schätze ich mal, man muss hier einen bestimmten Weg gehen. Sieht aber klein aus. Wird hoffentlich noch größer, oder? Was haben wir denn hier? Da ist Vitalität. Plus 13. Und leicht auf P-Angriff aus. Bringe die Wahrscheinlichkeit, dass deine Abwehr durchbrochen wird. Setzt sich stark auf Bewegungsgeschwindigkeit und leicht auf P-Angriff und Verteidigung aus. Okay. Verringert die Wahrscheinlichkeit, kritische Treffer zu erhalten. Wirkt sich sehr stark auf A-Verteidigung, leicht auf A-Angriff und senkt. Wirkt sich stark auf A-Angriff und leicht auf A-Verteidigung aus. Okay. Ja, was mache ich denn? Ich würde jetzt mal ganz brutal sagen, entweder Stärke oder Intelligenz, weil er kann heilen, also werde ich mal denken, ich mache jetzt einfach Stärke erstmal aktivieren. Ja, Abwehr durchbrechen ist immer gut. Danach ziehst du unter Aufwendung von WP eine Linie zwischen dem aktivierten und einem angrenzenden Knotenpunkt. Wähle einen Knotenpunkt aus, um bestehende Verbindungslinien zu sehen. Liliumkugeln Knotenpunkt erhöhen auch KP, TP und FP. Das ist notwendig für das Einstellen von Fähigkeiten. Wähle nun einen zweiten Knotenpunkt zum Aktivieren. Stand da gerade einstellen oder erlernen? So, jetzt kann ich hier weitermachen, ne? Danach habe ich nur 2 WP. So, und jetzt kann ich nur an den Anliegenden und nicht mehr hier. Hä? Könnte ich da nicht auch hier? Dann gehe ich mal weiter hier. Verstärke. Ja. Knotenpunkte umgeben Gebiete, in denen Arzt und Fertigkeiten versiegelt sind. Füllst du durch Aktivierung der Umgebung Knotenpunkte die Linien eines Gebiets aus, setzt du das darin verborgene frei. Ah! Okay. Ich glaube, ich verstehe. Aktivierte Knotenpunkte und Rahmen ein Gebiet vollständig ein. Aha, das heißt also, wenn ich die vier hier habe, dann lerne ich das hier. Wenn ich die vier habe, dann lerne ich das hier. Wenn ich die vier habe, dann lerne ich das hier. Wenn ich die vier lerne, das hier. Hä? Und wann lerne ich das hier? Ja, oh, das ist ja mal geil gemacht.
Ich hoffe, das klappt jetzt so. Nicht, dass ich hier kompletten Müll erkläre. Okay, aufsteigender Wirbel oder kurzer Gewinn. Halte beim Ausweichen vor einem feindlichen Angriff durch Rückwärtsschritte sofort bis zu 3 plus 3 AC. Naja, ich habe gesagt, Intelligenz und Technikpunkte? Intelligenz und Stärke, also machen wir das hier noch. Und das hier noch. So, jetzt müsste ich gewinnen lernen. Kurzer Gewinn. Okay, cool. An den äußersten Ebenen des Sechsecks liegt ein Schlüsselgebiet. Schalte dort drei Gebiete frei, um einschließlich des Schlüsselgebiets, damit sich die Liliumkugel weiterentwickeln kann. Was soll denn ein Gebiet freischalten bedeuten? Ja, tut mir leid, dass ich mich jetzt hier ein bisschen aufhalte, aber es ist besser, wenn ich mir das jetzt beibringe, anstatt die ganze Zeit hier in den nächsten 20 Parts rumzulaufen und keine Ahnung zu haben, was ich hier mache. Damit du sich weiterentwickeln kann. Vergiss nicht, deine Figuren beim neuen WP immer in der Liliumkugel aufzuladen. Änderung dauerhaft speichern, ja komm. So, that's how it works. This is actually my first time developing it too. I see. So it's a tool that taps into inherent abilities. I imagine that powerless humans never leave home without them. You talk as if you're not human yourself. Ich glaube, das liegt daran, weil sie auch nicht einer ist. So, da war ein Skit. Eine und dieselbe Person. Mila Maxwell. It must be pretty weird having the same name as the Lord of Spirits. Das wollte ich gerade sagen. Not at all. We are one and the same. I'm sorry. I am Maxwell, Lord of Spirits. Schön, dich kennenzulernen. Come on, you're totally human. You look just like a normal woman. I would hope so. That is the form I created for myself. The form you created? Okay. Ja. Ich bin übrigens hier der Herr der Elementargeister. Schön, dich kennenzulernen. Okay. Myla hat auch noch welche. Wo sieht man das denn? Wo sieht man denn, wie viele wer hat? Na, WP. Ja, da möchte ich mich aber hier kurz umgucken. Level wieder. Erstellt bei Aufstieg einen neuen Level alle KP und TP wieder. Ja, cool. Verändert den magischen Schienen, indem du gleichzeitig... Ah. Da ist mehr hier so... Try and Error, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich werde mir bestimmt nicht merken, was hier all diese Dinger sind. Aber ich hoffe, das geht noch weiter. Weil sonst ist das noch ein bisschen wenig. So, was hat sie denn? Ich gucke mir natürlich erstmal die Fähigkeiten hier an. Maximal KP um 5%. Ja, sie hat im Moment genug. Drei Projekte. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das sein soll. Egal. Steppe Aufstieg in einen neuen Level. Ach, das sind die gleichen, oder was? Reichen vor feindlichen Angriffen, die sich auf die Gegner gießt. Halte Kreisgedrückt, um sie zu wirken, oder lass frühzeitig los zu meinem Wasserschutz selbst Art. Schwierig. Halte Kreisgedrückt, um sie zu wirken, oder lass frühzeitig los mein Grabart mit einem Speer zu wirken. Okay, was? Auf was sollte ich sie denn aufbauen? Keine Ahnung. Ich würde auch sagen Intelligenz vielleicht, wegen Magie. Und Psi, was ist denn Psi? Vor allem bei dem Intelligenzzeichen da links, da ist ein Fragezeichen. Wo soll ich denn jetzt wissen, was das ist? Oh. Na gut, ich mach mal auf gut Glück Intelligenz. Und Psi. Opern Psi-Style. Und das hier. Und dann lernt sie dieses Level-Up-Dingens. Level-Wiederherstellung. Weil sie hat es natürlich voll nötig hier, weil sie voll zerbrechlich ist. Identitätsnachweis. So, you're that, Maxwell. Lord of Spirits. Ruler of Elements. You don't believe me? A person claiming to be a spirit? It's a bit much to swallow. Then how do you humans prove your identities to each other? Well, by showing identification, I guess. I have a medical school ID card. Ah. Then I doubt that I'll be able to prove my identity to your satisfaction. I wouldn't even know where to apply for a spirit ID card. Is it really okay for me to be following this person? Ah, schön.
Eine richtig merkwürdige Beziehung zwischen den beiden, das merke ich jetzt schon. So, und ich gehe mal aus Reflex hier zu den Speicherpunkten. So. So, mach die mal fertig. Danke. So, ich kümmere mich um den hier, ne? Also, okay. Ja, für dich. Drang des Lebens. Ja, okay, das gucke ich mir ein andermal an. Ja, also ich schätze mal, der Anfang wäre sehr viel einfacher gewesen, hätten wir sie am Anfang genommen. Du bist ein neuer Gegner. So, wie auch auf einmal voll viele Gegner kommen. Da, du kannst zaubern. Ja, ich kümmere mich um den, ja, keine Sorge. Brauchst keine Panik haben, Meiler. Und sie verballert hier Zauber wie bekloppt. Irgendwie Jude immer so in der Ecke steht. Gern geschehen. Stichelein. Mit L3 drückt halten bringst du eine Figur dazu, ihren charakteristische Strichelei zu verwenden. Während des Stricheln kannst du dich nicht verteidigen. Dafür steht die Aktion einige TP bei. Hä? Okay. Das möchte ich doch jetzt mal ausprobieren. Meiner, strichel mal. Was machst du denn? Figuren wechseln. Wenn du im Kampf die Figuren wechseln willst, hat er allein das Glück und verwende das Steuerkreuz. Drücke Steuerkreuz in die Richtung, in der sich die Figur, die du steuern möchtest, am Bildschirm befindet. Okay, versuchen wir auch mal. Gehen wir mit dem Fluss. So, und ich drücke immer noch L1, um zu gucken, wo ich hin muss. Okay, L1. Okay. Wow, das war ein normaler Angriff. Das sind normale Angriffe, die ich hier mache. Wie geil ist das denn? Kämpfst du nicht irgendwie mit einem Schwert oder so? Dann war ein Kreisangriff. Und was? Was ist denn hier los? Ah, schön. So, was ist das hier? Nichts. Schön. Hi. So, normal. Okay, Kreisangriff. Bestien dumm, was? Haben wir gerade Köttel aufgenommen? Ja. Was ist das hier? Ach, von hier komme ich, okay. Ja, sehr viel machen werde ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Nur noch ein paar Kämpfe. Die meiste Zeit habe ich jetzt nur mit diesem Lilium-Kugel-Brett gemacht. Dem machen wir da hinten auch noch platt. Würde ich sagen, beenden wir den Part. So, nein. Dann nutzen wir das. So, ich habe jetzt mal 3 gedrückt, weil ich mir gedacht habe, dass wir hier das Menü aufrufen können. Dann gucken wir mal. Elfred beschwört Elfred. Wie kann die einfach so eiskalt einsetzen und die macht dann alles platt? Ich versuche gerade die anderen einzusetzen, aber Sylph und die. Ich kann die anderen gar nicht einsetzen. Ist klar. Was für ein kranken Kampfstil hier hat. Hey. Check this out. Scheiße, keine TP mehr. Ja, okay. Das war's dann für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja. Bis zum nächsten Part. Bye bye.